Im heutigen Video möchten wir einmal frei Schnauze über das Thema Billardtisch sprechen. Es gibt mittlerweile sehr gute und dennoch relativ preiswerte Modelle für den Hausgebrauch, die man sich zulegen kann. Dabei gibt es das eine oder andere zu beachten. Das möchten wir in diesem Video einmal klären. Zudem haben wir noch die ein oder andere Empfehlung ausgesprochen. Unterhalb des Videos findet ihr dann die Links zu den passenden Billardtischen, die sehr günstig und dennoch hochwertig sind. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Da haben wir die besten aktuellen Angebote für euch nochmal ausfindig gemacht. Und so beginnen wir auch gleich mit dem Video. Letztendlich ist es so, dass wer einen Billardtisch kaufen möchte, zunächst einmal die Entscheidung treffen muss, soll es ein professioneller Tisch sein oder soll es doch ein Amateurtisch sein. Es gibt auch Modelle, die so ein bisschen dazwischen liegen. Wichtig ist jedoch, dass man so ein paar Eigenschaften beachtet. Sowohl gilt das Ganze für den Fall, dass man sich ein gebrauchtes Modell kaufen möchte, als auch für den Fall, dass man sich einen neuen Billardtisch zulegen möchte. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, schaut einfach mal unterhalb dieses Videos in der Infobox rein. Wir haben für euch im Vorfeld einen Preisvergleich wie immer durchgeführt und das beste Angebot unterhalb dieses Videos in der Infobox verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall mal rein, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise den einen oder anderen Euro sparen. Zudem haben wir euch dort die wichtigsten Informationen zusammenfassend hineingepackt. Möchte man beispielsweise die offiziellen Turniermaße berücksichtigen, so ist es wichtig, das passende Tisch eben, den passenden Tisch eben zu finden und die Tischmaßnormen zu berücksichtigen. In Deutschland werden diese von der Deutschen Billardunion DBU vorgegeben. Als ein erstes wichtiges Kaufkriterium gilt deshalb, einen Billardtisch auszuwählen, der die Maße der DBU einhält. Diese im Prinzip turnierfähigen Tischgrößen erlauben, das Spiel am eigenen Tisch im selben Maße eben auch durchzuführen wie auf äußerlichen Tischen. Aufpassen sollte man bei sehr billigen Modellen. Da wird nämlich häufig an den Materialien gespart, sodass auch die Konstruktionsweise nicht so stabil ist und das Modell auch nicht so langlebig ist. Auch darauf sollte man auf jeden Fall achten. Und bezüglich der Maße, wenn die Maße eben abweichen, ist das gerade für Anfänger sicherlich nicht so schlimm. Also muss man natürlich auch berücksichtigen, wie professionell man das Ganze zu Hause durchführen möchte. Viel wichtiger ist darauf zu achten, dass die Schieferplatten nicht sozusagen gestreckt sind oder von einer Holzfaser oder Verbundplatte im Prinzip ersetzt wurden, und der Tisch sollte eben auch die Maße nach DBU im besten Fall doch aufweisen. Das spricht für ein hochwertiges Modell, genauso wie dass die Markierungen eben auf dem Banden im Idealfall eingelassen sind und nicht aufgedruckt. Auch das spricht für ein hochwertiges Modell. Zudem kommen manche Modelle mit einer Rückführung, dieses aber eher optional, eher ein Preisfaktor auch, sodass eine fehlende Kugelrückführung bei Pool- und Snookertischen nicht unbedingt notwendig ist, aber dieser Umstand beeinflusst eben vor allem den Preis des Billardtischs und teilweise kann das schon ganz schön ins Geld schlagen. Als Käufer sollte man deshalb abwägen, wie wichtig der Komfort der Ballrückführung gegenüber der Qualität von anderen Bauteilen ist. Und dann kann man sich das Ganze eben überlegen. Wer sparen will, der sollte zuerst auf Rückführungen verzichten und sein Augenmerk auf Schiefer, Banden, Unterbau und Bespannung richten. Unterhalb des Videos haben wir euch nochmal zwei hochwertige Modelle vorgestellt und verlinkt. Zum einen haben wir da nämlich den Maxdor Multigame Spieltisch. Da gibt es auch noch ganz viele andere Möglichkeiten hier an Spielen. Das ist eher so für einen Hobbybereich, aber auch relativ preiswert das Ganze. Zum anderen auch nochmal von derselben Marke einen großen Billardtisch mit dunklem Holzdekor. Das ist ein bisschen professioneller, das Ganze. Schaut euch diese Modelle einfach mal an. Die können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen Billardtisch. Freuen uns natürlich über ein Abo, über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal bei Meinungsheld.